Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongols Jakob von Frakta und das ist die Session Civil War für Medieval 2 Kingdoms. Und ich bin etwas verwirrt, weil ich das Video schon mal gemacht habe und bearbeitet. Ich hätte auch schwören können, dass ich es hochgeladen habe. Nur finde ich es weder in meinem YouTube-Channel, noch finde ich das verlinkt in Frakta Games Archiv. Also irgendwie, keine Ahnung, habe ich es verdummbeutelt. Da muss ich es eben nochmal machen. Ist jetzt nicht schlimm. Ich spiele die Mod ganz gern. Ist eben eine Mod, ich glaube, da sieht man so im Hintergrund, die sich beschäftigt mit dem amerikanischen Bürgerkrieg. Jetzt ist ja der amerikanische Bürgerkrieg die größte militärische Dummheit, sobald der Mensch zu Waffen greifen muss, ist irgendwas Dummes passiert und noch dümmere Leute glauben, das damit lösen zu können. Aber der amerikanische Bürgerkrieg setzt der Dummheit der Menschen eine Krone auf. Egal. So, auf jeden Fall. Jedenfalls, warum die sich gegenseitig die Nase gehauen hat, da gibt es einige Gründe, politische Gründe, warum es dann so weit gekommen ist. Danach lief die Dummheit völlig aus dem Ruder, aber am schlimmsten als Militärhistoriker ist halt einfach, sich anzugucken, wie die gekämpft haben. Wir reden ja von Schlachten, die nicht irgendwie um 1800 sind, sondern in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zwischendrin haben die Europäer mit dem Krimkrieg extremst blutige Erfahrungen gemacht, dass die Waffentechnologie weitergegangen ist. Die Europäer haben daraus gelernt, vor allem die Deutschen. Das hat man dann 1870-71 gemerkt. Die Franzosen haben dann 1870-71 auch gemerkt, dass die Deutschen das gelernt haben. Das war das letzte Mal, dass französische Soldaten in bunten Uniformen die Schlacht gezogen sind. Danach wussten die auch Bescheid. So, Telegrafenwesen, die Reichweite, Genauigkeit von Schusswaffen, der Einsatz von Kanonen, der Einsatz von vielen, vielen, vielen Dingen haben die Europäer ausprobiert, getestet im Laufe des 19. Jahrhunderts und es hat sich weiterentwickelt. Die Amerikaner haben sich das nicht angeguckt. Das liegt aber auch daran, dass an den wichtigsten amerikanischen Militärakademien, vor allem West Point, sagen wir es mal so, Kreativität war da nicht gefragt, das waren zum Großteil ältere Herren, die gelernt haben. Und da wurde stumpf eingedrillt, napoleonische Kriegsführung. Und das hat man dann gemerkt. Also dieses riesige, diese Gemetzel, diese Massenschlachtung, die da durchgeführt wurden, gerade Gettysburg, das ist so unnötig wie ein Kropf. Völlig davon abgesehen, dass es so unnötig ist, aber das ist. Also heutzutage käme ja auch keine auf die Idee, irgendwie so eine geschlossene Kolonne auf ein Maschinengewehr zuzuführen. Gut, die Sowjets haben das gemacht, zwischen 41 und 45. Aber den Sowjets war ihr eigenes Volk auch immer scheißegal. Werfen halt noch 5 Millionen irgendwo drauf, so egal. Ja. Stalin hat ja sein eigenes Volk blutig geopfert, Hauptsache er hat Berlin platt gemacht. Aber davon völlig abgesehen, das, was in diesem Krieg lief, im amerikanischen Bürgerkrieg, das zeigt, dass Militärs in der Lage sein müssen, Entwicklung, technologische Entwicklung und ihre Strategien immer miteinander Hand in Hand laufen zu lassen. Und ist auch egal, gehen wir jetzt mal rein. Das Ganze ist halt eine Mod von einem französischen Modding-Team, die es auch sehr schön gemacht haben. Mit denen habe ich mich eine Zeit lang recht oft unterhalten, weil die halt meine Erfahrung von 1648 wissen wollten. Und die haben aber von Anfang an gesagt, was ich sehr schade finde, wenn man hier sieht, es gibt keine Kampagne. Es ist eine reine Schlachtenmod. Gehen wir mal auf die Karte von Bull Run. Also es sind auch keine historischen Schlachten da irgendwie. Also da steht zwar Bull Run, aber keine Beschreibung. Wir können mal weiter, genau. So, Custom Battle. Nehmen wir Bull Run. Ich nehme die Nordstaaten. Ah, nehmen wir gerade von dem Moment halt. Da ist es Staff. So. Nehmen wir gerade von jeder Einheit doppelt. Das ist eh komisch. Meine Maus macht letzte Zeit Doppelklicks, wo ich keine Doppelklicks haben will. Ich glaube, mit dieser Maus mache ich bald Mausweitwurf, wenn die so weitermacht. Na, passt perfekt. Na, so. Gleiche Scherz wieder. Das. Ja, Babble. 2006 erschienen das Spiel, wenn ich was erzähle, Leistung, Brummel, Brummel, Brummel. So. Ach, tatsächlich haben die mehr, oder habe ich wieder irgendwo Doppelklick? Da ist wieder Doppelklick. Eieieiei. So. Ich liebe ja auch die Filme dazu, ja, da gibt es ja diese berühmte Trilogie, wo das... So.
Ja, also soll sich ja keiner beleidigt fühlen, wenn ich sage, es ist Dummheit. Ja. Natürlich sind Kriege Dummheit. Den finde ich halt besonders dumm. Sorry. Ich finde als militärischer Sicht dumm. Und ich finde es halt schlimm, dass er bis heute zu einer internen Spaltung der Nation ja immer noch beiträgt. Ich kenne einen amerikanischen Offizier, der trägt ein Bild von Stonewall Jackson in seinem Portemonnaie mit sich rum. Gut, ich habe da ein Bild von der Frau drin. Weiß ja nicht, vielleicht sind die Amerikaner da ein bisschen seltsam gestrickt. Ich gehe mir jetzt nicht auf die Idee, mir ein Bild von, keine Ahnung, vom älteren Moltke oder, keine Ahnung, Rommel mir ins Portemonnaie zu stecken. Ich glaube, ich würde jedes Mal erschrecken, wenn ich das Portemonnaie aufmache und Rommel guckt mich an. Naja, auf jeden Fall. Und dann hat er Südstaaten-Flagge in seinem Auto. Also wir haben auch einen großen Bürgerkrieg, einen Bruderkrieg hinter uns. 1866 haben die Norden die Süddeutschen aufeinander geballert. Und das kräftig, ja. Frage, guck mal Königskrätz an, die Schlacht. Aber also, deshalb irgendwelche Süddeutschen, Norddeutschen sich das heute bis gegenseitig aufs Brot schmieren? Nö. Ja, natürlich haben wir so blöde Spitznamen füreinander. Ja. Frag mal die Bayern und die Österreicher, wie die Preußen, denn dabei könnten die Bayern jeden Tag vor einem Morgengebet noch den Preußen danken. Wenn der alte Fritz nicht gewesen wäre, wäre Bayern heute ein Teil von Österreich. Oder was gab mein Fritz beim Kartoffelkrieg, worum ging es denn nochmal? Doch, ich glaube, Habsburg wollte irgendwas tauschen, die französischen Niederlande gegen Bayern, die französischen Niederlande, was rede ich denn da? Habsburgische Niederlande, glaube ich, gegen Bayern eintauschen oder so. Ja. Aber naja. Versuchen Bayern in Ober- oder Niederbayern mal Verstand einzubläuen. Die denken ja heute noch, dass Franken und Schwaben zu Bayern gehören. Naja, egal. So, apropos Deutsche. Bei der Vereidigung von Lincoln standen die Regimenter, die er Parade gehalten haben, zu 100%, also, das ist ja 100%, aber zum Großteil des deutschen Freiwilligen. Generell hat die Nordstaatenarmee Unmengen von deutschen Soldaten gehabt. Einfach eine Mischung aus Leuten von 1848, die eben nach der gescheiten Revolution dort abhauen. Aus den deutschen Staaten und dann in die USA rübergehen. Dann natürlich auch Abenteurer. Da gibt es riesen Diskussionen auch. Offiziere, die halt in der Revolution gekämpft haben, plötzlich als Vorgesetzten einen preußischen Offizier vorgesetzt bekommen, der eben, das war ja ganz beliebt früher, dass Offiziere in anderen Armeen angeheuert haben, quasi so Auslandsverwendungen mal hatten, einfach sich anzugucken, wie für die kriegen, einfach Erfahrung zu sammeln. Das war sehr karriereförderlich, also wenn man es überlebt hat. Und da waren natürlich auch Preußen auf der Nordseite vertreten als Offiziere. Und die wurden dann 1848 schon vor die Nase gesetzt. Die fanden das überhaupt nicht lustig. Wir haben im Südwesten ja auch... So, jetzt war noch Telefonanruf, wurde ich wieder rausgerissen. Ja, wollte ich gerade so schön ausführen. Weiß gar nicht mehr genau, was ich ausführen wollte. Ja, egal. Irgendwas. Ach so, ja, die Bücher. Wie hieß denn nochmal dieser Romanautor? Der hat 3 Bücher geschrieben und die ersten 2 wurden verfilmt. Gods and Generals und Gettysburg. Der dritte Teil noch nicht. Oder wird auch nicht, weiß ich gar genau. Die waren halt schweineteuer, die Filme. Aber echt toll gemacht, habe ich natürlich auch. Special Editions, ja. Ah, hier haben wir die eins der farbigen Regimenter. Gibt's auch einen tollen Film zu Glory. Kann man auch sehr gut gucken, kann ich auch empfehlen. So. Wobei mich wundert, ich sehe nirgendwo eine Harfe. Also ich sehe die irischen Regimenter nicht, ich sehe die deutschen Regimenter nicht. Also da fehlt halt einiges. Man merkt, die Mod ist irgendwie in der Entwicklung so ein bisschen stecken geblieben. Also am meisten ist es natürlich schade, dass es keine Kampagnenkarte gibt. Ja, weil das wäre halt echt sensationell. Ich habe früher sogar North and South gespielt. Werde ich euch auch noch zeigen. Muss ich auch irgendwie zum Laufen kriegen. Aber müssen mit DOSBox gehen. Ah, da macht die Zuhaven, das ist dann so eine Spezialeinheit. Deshalb haben die so ulkige Kostüme. Da sind ja nicht wirklich irgendwelche Algerier oder so. Glaube ich zumindest. Wobei farbige Soldaten sind ja lange nicht so wirklich in der amerikanischen Armee angekommen. Also das merkt man auch so noch beim Ersten, Zweiten Weltkrieg, sogar im Koreakrieg. Ich weiß gar nicht mehr genau warum. Ob die von der Wehrpflicht nicht erfasst wurden. Oder halt einfach nicht zugelassen wurden, aber ich weiß, dass farbige Soldaten ganz lang eher Ausnahmen waren in der amerikanischen Armee. Ich glaube, erst in Vietnam kamen die in größerer Zahl dann wirklich zum Einsatz. Weiß ich gerade gar nicht. Ist eigentlich voll die Wissenslücke. Muss ich mal nachgucken, wann das liegt. So, gucken wir mal, dass wir unsere Truppen positionieren. Also ein perfekter Hügel für Artillerie. So ein Mühlenhügel, das soll immer super für
Artillerie. Warum gehen die Mörser da jetzt nicht hin? So. Haben wir Infanterie, machen wir jetzt nichts Spezielles. Wir lassen sie einfach in der schönen Linie antreten, wobei die Scharfschützen lassen wir mal hinten. Dann lassen wir hier gerade in der Ebene vor den Kanonen eine schöne lange Linie bilden. Ist jetzt natürlich nicht wirklich sinnvoll bei der Waffentechnologie, wo ich vorhin mich noch drüber aufgeregt habe, mokiert habe. Aber wir reden hier von der Total War Mod, Medieval Total War Mod. Und es ist ja nun mal leider so, dass da muss man halt auf das Spiel auch eingehen und auf das, was hier möglich und sinnvoll ist. So. Ach, die können Pfähle setzen, das ist ja lustig. Ja, mach mal. So. Was ist das denn für eine Spezialfähigkeit? Achso, nur Disable Fire Dings. Gut, was ist mit euch zwei? Ihr seid Mounted Rangers. Kavallerie. Ihr könnt eigentlich schon mal hinten dran einfach mal stehen. Was ist das denn? Ja, kann man mal anmachen. So, das sind richtige Brecher. Setzen wir mal in die Flanke. Ja, ein bisschen weiter zurück vielleicht. Und die feindliche Artillerie, die Südstaaten-Artillerie, mich nicht so erwischt. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin erzählen wollte. Wir im Südwesten, wir waren ja heißblütige 1848, wir waren ja bei der Deutschen Revolution richtig dabei. Also in unserer Gegend sind ganz viele zu den Freischärlern gegangen, sind zum Hackerzug gegangen. Da fällt mir auch gerade ein. Ja gut, bei den Badenern gibt es nämlich auch noch ein Lied wegen den Preußen, also hier untereinander uns gegenseitig noch ein bisschen was nachtragen. Baden haben seit 1848 haben die ein schönes Wiegenlied. Moment, lass mich mal kurz nachdenken. Jetzt wird mich der Durin gleich wieder hauen aus dem Clan, aus dem Team, weil der sagt, kann jetzt sein, dass das nicht sofort auswendig weiß. Moment, schlaf, mein Kind, schlaf leis. Da draußen geht der Preuß. Deinen Vater hat er umgebracht, deine Mutter hat er arm gemacht. Und wer nicht schläft in guter Ruhe, dem drückt der Preuß die Augen zu. Schlaf, mein Kind, schlaf leis. Dort draußen geht der Preuß. Das gibt auch ganz tolle Vertonungen dazu. Die letzte Strophe weiß ich noch, aber das waren eh nicht so viele. Schlaf, mein Kind, schlaf leis, dort draußen geht der Preuß, Gott aber weiß, wie lange er geht, bis das die Freiheit aufersteht. Und wo dein Vater liegt, mein Schatz, da hat auch mancher Preuß noch Platz. Schrei, mein Kind, schrei leis, dort draußen liegt der Preuß. Ja, also so ein bisschen bleibt das dann doch bei den Deutschen auch drin, aber das ist ja gutmütiger Sport heutzutage, das singt ja keiner mehr ernsthaft, wobei ich glaube, so mancher Partner ist damit noch aufgewachsen, wie Omi nachts vielleicht vorgesungen, weiß nicht. Also ich habe mal bei der Bundeswehr einen Zugrekruten, kennt das ja, wenn ihr bei der Bundeswehr wart, Marsch, ja, und der Gesang und auch... wenn man jetzt hier laufen geht, ja, im Laufschritt schön singen lassen, das ist nicht gut für die Atmung, ja. Also das ist gut für die Atmung, weil man dann auch im Gleichschritt eben, also nicht jedes Lied, klar, muss ja dazu passen. Und da gibt es halt ganz viele so schweinische Lieder und es gibt aber auch gerade Marsch unter, also wenn man lange Märsche macht, so 30, 40 Kilometer Märsch, wobei ich glaube, der 30er Leistungsmarsch, den haben sie mittlerweile abgeschafft, sind alle so Mimis mittlerweile, so anstrengend. Früher 30er Marsch, ja, 30 Kilometer Marsch, Leistungsmarsch, schön mit der ganzen Kompanie, ja, und dann halt schön unter Gesang. Das ist schon geil. Aber wenn man dann so durch irgendeine Ortschaft marschiert, schön Gleichschritt, und dann so der Gesang, das geht schon ab, ja. Und dann hatte ich meine Jungs mal singen lassen, das Hackerlied. Es gab dann auch böse Paar auf die Nuss, wie ich wieder zurück war. Mensch, könnt ihr das Hackerlied singen lassen? Das haben übrigens damals die 1848er, da gibt es einen Brief, wo ich mal gelesen habe, von einem Arzt aus Worms, der auch ausgewandert ist und der halt in so einem französischen Atlantikhafen, von da, also La Rochelle und so, sind die halt in Massen dann auf die Schiffen weg in die USA. Und das waren wirklich unheimlich viele Leute. Und der hat einen Brief nach Hause, stimme ich hier drin, gerade eben laufen drei Schiffe aus mit Pfälzern und Rheinhessen. Also Rheinhessen hatte, ja genau, mit Pfälzern Rheinhessen und sie singen das Hackerlied.
Das haben die ja drüben in den USA dann noch gesungen. Also bei ganz vielen Schlachten waren ja Deutsche wirklich kampfentscheidend, weil die aber auch teilweise schon die Kämpfe gewöhnt waren. Die sind halt auch stehen geblieben, während die Amerikaner, die eigentlichen amerikanischen Verbände grenzen wie die Hasen. Da gibt es mehrere Schlachten, wo die wirklich wichtig waren. Nicht nur die Offiziere. Die Offiziere sind natürlich auch ganz berühmt. Hier der Schurz zum Beispiel, auch wenn wir heute den Namen lustig finden. An dem wird sich noch viel erinnert in den USA. In Deutschland ist der ziemlich vergessen, die ganzen Offiziere aus den Alt-48er, die da gekämpft haben. Aber wenn ihr das Hackerlied nicht kennt, das müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Das kann ich echt auswendig. Wenn die Leute fragen, lebt der Hacker noch, könnt ihr ihnen sagen, ja, er lebt noch. Er hängt an keinem Baum, er hängt an keinem Strick, er hängt nur an dem Traume der Deutschen Republik. Fürstenblut muss fließen, Knüppelhagel dick und daraus ersprießen die freie Republik. Ja, 33 Jahre wehrt die Knechtschaft schon. Nieder mit den Hunden von der Reaktion. Schmier die Guillotine mit Tyrannenfett. Schmeiß die Konkubine aus des Pfaffenbett. Ja, 33 Jahre wehrt die Knechtschaft schon. Nieder mit den Hunden von der Reaktion. Das ist ganz berühmt. Das ist Hackerlied, ja. Das kennt eigentlich. Müsste eigentlich jeder kennen, ne? Ja, kann man heute nicht mehr erwarten, ja. Bei der Volksbildung, die wir haben, bin ja schon froh, wenn sie überhaupt irgendwas wissen. So, jetzt aber erstmal schön spielen, ja. Aber wir müssen mal den Sound ein bisschen lauter machen, damit wir mal was von habe. Das geht eigentlich. Warum habe ich denn so laut? Verdammt, ich habe gerade eben vier andere Mods aufgenommen. Hoffentlich hört man da überhaupt was. Wenn die Spielsounds so laut sind. So. Okay, die Jungs aus Texas machen mal einen richtig guten Sturm. Da gehen die Potomac in Infanterie und beschließt sich wieder zurückzuziehen. Was kommt da? Die Missouri. Da kommt auch nochmal Texas. Also die Filme müsst ihr unbedingt mal gucken. Wenn ihr bis heute nicht Gods and Generals oder und natürlich Gettysburg geguckt habt, müsst ihr gucken. Ganz großartig für Filme. Unglaublichem Aufwand und Budget. Carolina greift an. Ah, hängt in den Jungs aus Ohio fest. Ah, habt ihr das gerade gehört? Schusssound? Hat sich noch ein bisschen nach Bogen an, berittenen Bogenschützen. Okay, der hat seinen General vorgeschickt. Hübsche Pferdchen haben sie auch dabei. Ah, Georgia galoppiert auch wieder zurück. Also Carolina und die Miliz aus Carolina rennt auch. Junge Lunge denn da hinten rum? Ach, ihre Mörse. Ach, sieh mal an. Ja, wenn das so ist. Moment. Ihr Jungs, vorrücken. Und ihr dürft über die Flanke mit. Wie sieht's denn hier aus? Confederate Regulars. Die hängen auch. Die kommen da auch nicht durch. Pflichten auch schon wieder. Alabama ist nach vorne gekommen. Ihre Suaven. Virginia macht den Abgang. Ihre Scharfschützen, ihre Bushwhackers. Ja, lassen wir hier die Linie stehen, aber wir führen mal die Kavallerie hier an die Brücke. Ah, hier hat ihre Artillerie. Meine Rangers. Wobei, das stimmt eigentlich nicht. Rangers waren eigentlich gar keine Infanterie. Die Rangers waren eigentlich leichte Kavallerie. Bevor sie dann im Zweiten Weltkrieg, oder ich weiß nicht, also im Zweiten auf jeden Fall waren sie ja dann Elite-Infanterie leichte. Aber im Ersten weiß ich gar nicht genau, ob sie da auch schon Infanterie waren. Aber auf jeden Fall früher waren die Rangers leichte Kavallerie. Hauptsächlich an der Indianergrenze. Ja, macht mir ihre Scharfschützen platt. Die Cumberland und die Union. So, Kinder, Säbel raus.
Also eigentlich wollte ich, dass ihr die Artillerie angreift. Wie konnten wir hier jetzt Stellung... Ja, hier nicht die Kavallerie. So. Ihr sollt euch um die da kümmern. Die Kavallerie aus Georgia. Ja, kommt ein bisschen kann das hier schon mal vorangehen. Ah, unsere Kavallerie ist auch gescheitert. Oder? Ja. Schön weiter schießen. Haben wir hier einen Hornstoß. Mit euch, ja, Tennessee Miliz, die bricht gerade auch ein. Die rennen jetzt auch. Dann schön weiterschießen. Naja, Zentrum soll man brechen, oder? Okay, die Artillerie ist aus ihren Stellungen vertrieben. Und die hetzt die Reste der Georgia Kavallerie, aber ich habe bessere Ziele für euch. Oh, meine Kavallerie rechts ist zusammengebrochen. Macht nix. Ein gewisses Risiko, macht aber nichts. Ah, die haben sich wieder gesammelt. Ja, führen wir sie mal nach hinten kurz weg. Was mit euch? Hier, da ist aber zum Zusammenhacken. Ah, die haben das in Stellung getrieben. Die Kavallerie kommt ihnen noch, Infanterie kommt noch entgegen. Ja, da habt ihr was, die Tennessee Miliz. Wir haben schon gewonnen. Ist ja unfassbar. Ja, den hat wahrscheinlich der Vormarsch von den drei Regimentern hier das Genick gebrochen. Ja, Texas war wahrscheinlich das letzte, was stand. Gut, auf Südstaatenseite haben auch ein paar Deutsche gekämpft. Aber nicht viele. War nicht generell nicht so das Auswanderungsgebiet. Es gab ein bisschen planmäßige Ansiedlung von Deutschen in Texas, klar. Und verstreut im Südwesten. Aber die Masse der deutschen Auswanderer komplett im 19. Jahrhundert ist eigentlich in den Norden gegangen. So, das Ziel war eigentlich immer so die großen Seen, weil da auch Industriegebiete waren. Da war halt Arbeitsplätze. Und von da aus sind sie dann auch die Appalachen nach Süden, auf beiden Seiten runter vor. Und sind halt dann in die Great Plains, haben sich dann ergossen. Und das sind ja bis heute, also die nördlichen, mittleren Bundesstaaten, das sind ja bis heute so die Kerngebiete von den Deutschstämmigen. Sind ja noch die größte Bevölkerungsgruppe der USA, also die Deutschstämmigen. In ein paar Jahren werden die Hispanics die größte Gruppe sein. Also die Nachfahren der lateinamerikanischen Einwanderer. Naja, wie hat schon der alte Sieg immer gesagt, in seinen Erinnerungen geschrieben, die Deutschen sind ein guter Völkerdünger. Die gehen immer schnell auf in das Volk. Das merkt man ja heute, die Nachfahren von den US-amerikanischen, also in den USA, wenn man in den USA ist und trifft da irgendwelche Leute, die da so Vereinstätigkeit haben, also wenn sie sowas noch haben, sind auch deutsche Auswanderer heutzutage. Ich habe Bekannte in den USA, da ist die Frau in den 60ern in die USA gegangen und ihre Kinder, die sprechen überhaupt kein Deutsch. Die verstehen es auch kaum. Also sprechen können sie es gar nicht und verstehen es kaum. Auf der einen Seite verstehe ich natürlich, dass der Assimilationsdruck in den USA natürlich erheblich höher ist als in anderen Ländern, dann natürlich auch, dass die Leute halt sagen, klar,
die Kinder sollen hier aufwachsen, die sollen hier ihre Chance haben. Aber ich verstehe halt nicht, warum sie ihnen die Chance der Zweisprachigkeit nehmen. Weil das ist ja auch für die Kinder, das ist keine schlechte Sache. Ja, beruflich etc., wenn man mehr als eine Sprache spricht. Ja, und die Bushwackern und den Alabama sind ja zu viel übrig geblieben. Hier in dem... Naja, wir haben eh gewonnen. Wie gesagt, für Multiplayer oder ja, ist das natürlich eine schöne Mod oder man kann auch mal ein paar schöne Schlachten schlagen. Trotzdem, aus meinen Augen ist es halt echt schade, dass sie keine Kampagnenpartner haben. Das hätte ich mir wirklich gewünscht. Sag mal, haben wir gerade einen Artillerie-Treffer von der eigenen... Naja, natürlich. Naja, so sind sie. Die Artillerie, der größte Feind der eigenen Infanterie. In dem Fall sogar der Kavallerie. Das ist klar. Doch, eine Kampagnenkarte wäre echt cool gewesen. Naja. Aber ist das gar nicht so aufwendig. Eine schöne Kampagnenkarte der USA. So, los. Wuselt auch irgendwo einer? So, von der 2D finde ich es auch ganz hübsch, dass es hier so gezerrt ist, das finde ich ein bisschen unschön. Das hätte man ein bisschen noch bearbeiten können. Aber generell finde ich, haben die eine tolle Arbeit gemacht. Die haben sich auch viel Mühe gegeben, weil es wie gesagt ein französisches Modding-Team ist, das Ganze ins Englische zu übertragen. Es gibt noch hier und da Stellen, wo sie sich aber übersehen haben, wo halt noch französischer Text ist, aber weitgehend. So haben sie es alles übersetzt. Gut, ein heroischer Sieg für die Nordstaaten. Natürlich unter meiner Führung. Zu erwarten gewesen, oder? So, dann würde ich sagen, an der Stelle, ich habe euch wieder endlos die Ohren abgekaut, aber ich habe euch dafür als Entschädigung hoffentlich auch eine ziemlich schöne Mod gezeigt. Dann könnt ihr mir vielleicht verzeihen. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss.